festhalten, dass wir das weiterhin auf dem Cover haben, zum eigentlichen Zeichen setzen, dass in der heutigen Zeit nicht nur die Facebook und Twitter und all die Sachen eine Rolle spielen, sondern auch das tatsächliche Handeln, die Zivilcourage. Pfarrer Sieber war nie ein leiser Mann. Wir erinnern uns mit Freude daran, wie er das Wort zum Sonntag umgekrempelt hat, mit theatralischen Momenten. Und doch waren diese theatralischen Auftritte stets nur Mittel zum Zweck, eigentlich Anlaufschritte für noch effektiveres Wirken. Pfarrer Sieber half Abhängigen in der offenen Drogenszene, er gründete das Fachspital Sunne-Ecke, stellte den Fußbus für Obdachlose bereit, rief das Sunne-Dörfli für Drogenaussteiger ins Leben und kämpft nimmer müde und rastlos für mehr Gerechtigkeit. Zum 90. Jahr des Beobachters mit dem Pricourage Lifetime Award. Und du hast uns gezeigt, wie man es besser macht und wie es geht. Ganz herzlichen Dank. Danke vielmals an die Büchi. Ja, ja. Aber du hast noch einen grossen Traum. Das Sieberdörfli. Kannst du... Ich bin zwar von Happy Day, aber ich kann den jetzt nicht erfüllen, den Traum. Aber trotzdem, sag mal, was ist genau der Traum? Ein Dorf, wo Menschen aufgenommen, das menschliche Liebe gibt und der Tod nicht das Letzte ist. Ich wünsche dir, dass du das noch erlebst, dass es das Dörfli noch gibt, trotzdem. Herzliche Gratulation zum Lifetime Award. Bitte mal. Danke vielmals. Wir alle merken, dass es heute je länger, je mehr einen Rahmen gibt, wo der Mensch seine Freiheit zum Teil verliert. Das stimmt. Der Rahmen sprengen und diagonal verschieben. Und dann gibt es Freiraum. Dann hört es auf in der Sozialarbeit, was überall, auch in unserem Land, immer wieder vorkommt. Nämlich die asymmetrische, das asymmetrische Gefälle, dass es starke, die gibt, auch wenn es barmherzige Kühe, Barmherzigkeitskühe machen, immer noch der obere ist. Und die anderen, wo sind's? Ohne. Ohne die Kette gibt es unsere Gesellschaft nicht. Die Kette ist entscheidend gewesen heute Abend. Und wir danken allen den Organisatoren, die das fertig gebracht haben. Danke vielmals. Und wir danken dir.